In diesem Video werden diverse elektrische und/oder elektronische Arbeiten durchgeführt. Wir möchten niemanden dazu animieren, dieses Projekt nachzubauen, sondern lediglich demonstrieren, dass es funktioniert. Solltet ihr dieses Projekt nachbauen wollen, dann beachtet gängige Sicherheitsmaßnahmen wie das Trennen des Netzsteckers, das Entladen der Geräte und achtet auch auf eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden und Folgeschäden an Gerät, Mensch und Tier. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem netten kleinen Video-Tutorial für euch, Sir. Mit dabei ist der Red. Hallöchen. Und du musst lauter sprechen, sonst hören die Leute dich nicht. Hallöchen. Cool. Das Mikrofon hängt ja ein bisschen in der Luft, ganz einfach, weil wir händfrei und kopffrei und sichtfrei brauchen. Ihr seht, wir haben hier ein Super Nintendo vor uns. Ich opfere extra dafür mein eigenes Super Nintendo. Ein PPU-Version und wir werden das jetzt umbauen. Ja. Wir machen da rein den All-in-One Super Sick Ultra Mod. Kann man so nennen. Ja, kann man so nennen. Okay. Gut, dann fangen wir mal an. Ich nehme jetzt hier erstmal weg. Ah, Überraschung. Da. Wo ist der Boden? Ah, der Super Nintendo ohne Boden. Wir sehen hier ein PPU-Platine. Wie ihr seht. Das geht schon, die hören mich schon. Ja. So. Hab ich jetzt das Gefühl, dass die Kamera kleiner geworden ist? Nein, okay. Die ist genauso wie vorher. Gut, okay. Brauchst du ein Zeigegerät? Nein, alles gut. Also ein PPU-Platine, was hier sehr herausfordernd ist, wenn man das modden möchte, ist und war es schon immer, ist, dass man hier eine spezielle Taktschaltung braucht, die der Borti in den letzten, sagen wir jetzt mal, 6 Monaten innerhalb von einer Platine gelöst hat. Bei uns im Forum und das Nest Projects und Nest Freaks und so weiter und so fort gibt es auch schon Einbau-Tutorials. Wir werden uns ja auch parallel an das Ding halten, weil ich den ganzen kompletten Plan auch nicht wirklich im Kopf habe. Nochmal kurz zur Platine. Die beinhaltet jetzt im Endeffekt ein... So, habe ich noch ein Zeigelgerät vom Picanto bekommen. Auf der Platine befindet sich zum einen der Super Sick Mod. Dann der Ingame-Reset und das hier unten alles ist der D4-Patch. So, Moment, ich muss drauf gucken. Das hier. Hier sind die verschiedenen Lötpunkte. Hier, hier. Vorteil an der einen PPU-Platine ist, sie hat ein schärferes Bild und sie gibt ein richtiges 60 Hz RGB aus. Nicht so wie die 2 PPU-Platine, die nur ein 60 Hz PAL ausgibt. Ja, vielleicht, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es jetzt wirklich so war, aber auf jeden Fall gibt die hier ein besseres und schärferes Bild aus. Da gibt es auch beim ST2SNES-Block von Ikari ein Bild von gleich, wie das aussieht. Und man sieht das halt schon deutlich. Und wenn man dann noch eine RGB-Kabel dazwischen schaltet, hat man ein bombenscharfes Bild sogar auf einem LCD-TV. Ja? Kommt natürlich auf die Größe des LCDs an. Ja, und kommt auch auf den Upscaler von dem Gerät an. Genau. Gut, bevor wir überhaupt anfangen, müssen wir ein paar Modifikationen hier machen, weil wir können jetzt hier nicht einfach die Platine dran bauen und dann ist die Sache vom Tisch. Wir müssen jetzt in erster Instanz erstmal diesen Quarz auslöten, weil der... also wir müssen nicht, ich mache es immer, Borti hat auch mal gesagt, wir müssen das nicht machen, weil der gleiche Quarz auch hier schon vorhanden ist. Ja, das ist einmal der PAL-Quarz und einmal der NTSC-Quarz. Gut, okay. Dann des Weiteren, wir bauen die Platine, dafür ist sie prädestiniert, genau hier unter diesem Card-Slot fest. Dafür müssen wir gleich noch ein bisschen Isoband vorbereiten. Ich nehme jetzt normalerweise zu Hause immer doppelseitiges Klebeband, das geht aber damit genauso gut, um halt einfach die Platine von der Hauptplatine hier zu isolieren. Die meisten Kabel werden wir hier dran löten, an den Card-Slot, inklusive D4-Patch. Was das ist, erkläre ich später nochmal. Und wenn es jetzt ein bisschen holprig am Anfang ist, bitte nicht wundern, weil ich bin es nicht gewohnt, sozusagen auf Kopf zu löten. Ja, gut. Gut, also Modifikation, das hier müssen wir entfernen. Dann müssen wir hier an der PPU den Pin 111 hochbiegen. Ja, beim 2 PPU SNS sind es Pin 24 und Pin 30. Und natürlich hier, Moment, hier am SICK. Den Pin 1, 2,
10. Und der war für Regionalcode zuständig. Genau, genau. Damit das hier ist ja eigentlich der Chip, der die Region des Super Nintendos mit angibt. Ja, wenn man jetzt ein amerikanisches Super Nintendo hat, dann ist normalerweise das alles ein bisschen spiegelverkehrt. Dann ist der SIG zum Beispiel hier drüben. Bei der 2-PPU-Version ist der SIG in der PAL-Version hier und in der amerikanischen Version hier. Na? Hat auch was damit zu tun, dass der Anschalter beim US-SNES ist ja links. Ja, bei PAL. Nee, bei PAL ist es auch links. Warte mal, wie war das? Ist ja auch egal. So. Sehr gut. Hier hinten haben wir einen sogenannten sRGB-Chip bzw. Pin, den wir noch hochbiegen müssen. Das macht sich eigentlich ein bisschen schlecht, weil, wie ihr seht, hier ja so ein schönes, geiles Blech ist. Das kann man aber im Endeffekt auch abschrauben, indem man hier die beiden bzw. die drei Schrauben hier löst. Kann man es abmachen und den eigentlich hochbiegen. Man muss das aber nicht machen, weil sRGB ist dann im Endeffekt dazu da, dass wenn du am RGB-Kabel noch so einen Cinch-Port hast, ja, dass du das ableiten kannst. Und dafür ist das eigentlich da. Zumindest habe ich es immer so verstanden. Ich habe es meistens nicht gelötet und mit RGB-Kabel funktioniert das. Ja, das reicht ja. Ich möchte ja gerne auch über RGB dann spielen. So. Geht dann eigentlich der normale Ausgang vom Super Nintendo noch? Nicht der normale Ausgang. Naja, den ja hinten, der ist Video out. Ja, hier. Nee, der ist Video out. Der? Ja. Nee, der Cinch out. Wie nennt sich das Ding? RF out. Der RF out. Also, dass du dann über Antennenstecker spielst. Ja, aber wer macht das noch? Leute, die keinen Fernseher haben, sondern über... Ja, also es geht auf jeden Fall noch, um deine Frage zu beantworten. wie gesagt, wir lassen das jetzt hier hinten erstmal weg. Das wird sich auch hier mit einem Lötpunkt auf die Platine auswirken. Wer das nicht weglassen möchte, diese Platinen gibt es im Übrigen bei Borti noch teilweise zu kaufen. Der hat auch letztens wieder eine Revision, die ein bisschen angepasst ist auf die Lötpins bezüglich der Reihenfolge, wie man es unten drunter dran löten kann. Hat ein bisschen angepasst und auch geändert und schon eine Produktion gegeben. Das läuft auch alles, also alles gut. Ja, wo fangen wir denn an? Wir fangen an beim Quarz, genau. So. Für dieses Unterfangen nehmen wir jetzt das niegelnagelneue Lötbrett von Pickhunter. Immer sehr wichtig, dass man eine vernünftige Unterlage hat, sonst wird es die Tischdecke und damit die Frau einem sehr danken. Genau, hat zwei Hintergründe. Einmal, die Frau meckert nicht und zweitens, die Frau meckert nicht. So, dann machen wir eigentlich mal ganz normal Entlötlitze. Machen noch mal ein bisschen. Machen noch mal ein bisschen Lötzinn dran hier, damit es ein bisschen besser klappt, sofern es denn hält. Na, ein bisschen aufpassen, ich habe einen Holztisch, ich kann da einfach drauf reinhauen. Ja, wie wär's, wenn wir das Ding damit auch reinlegen? Ja, aber das ist so ungewohnt. So, also wir müssen das ein bisschen so zusammen machen, damit das auch was bringt. So, gut, dann machen wir ja den Spaß mal. Immer das dranhalten. Ja, bei dem Quarz ist es immer so, dass die Pins ein bisschen sehr festgelötet sind. So. Der auch. Das quietscht aber gut. Das quietscht sogar sehr gut, ja. So, und dann sieht man eigentlich schon, wenn das Lötzinn weg ist, dass die Löcher etwas frei liegen. Ich mache das dann teilweise dann auch immer nochmal von der anderen Seite. Da ja immer noch ein bisschen Restlötzinn dranhängt. Mal hier. Und das sieht man's grad nicht. Da. Ja, jetzt sieht man's wieder. Also wenn man es dann selber an der Platine sich anschaut. Dann, ja, das ist eigentlich gut zu fluten auf der Stelle. Weil ja, zu viel Quarz hat man jetzt nicht auf dem Gerät. Naja, das denke ich aber auch. So. Dann kann man ein bisschen knubbeln und dann fällt das Ding entweder von alleine raus oder... Entweder das oder... Auf jeden Fall nicht mit Gewalt raus, sonst ist die Platine wahrscheinlich weggerissen. Ja, also man kann an den Pins hier ein bisschen da rumzerren, das mache ich immer ganz gerne. Ich hätte hier auch die Zange im Angebot. So, und dann nehmen wir jetzt mal das Super Nintendo auf die andere Seite. Mal die Zange. Natürlich ganz vorsichtig, schnell, nicht mit Gewalt. So, und dann hat man es hier schon. Nicht wieder zaubern. So, hauen wir weg. So, das kann im Endeffekt auch erstmal so bleiben. Was natürlich wir vergessen haben zu erwähnen, was ich schon als ganze Selbstverständlichkeit macht, wenn ihr so lange den Stromschalter noch dran hat und bevor ihr überhaupt irgendwas macht.
den Schalter nehmen und einfach ein paar Mal hoch und runter, um das Ding hier zu entladen. Weil teilweise sehr anfällig gegenüber elektrischen Stößen ist und elektromagnetischen Aufladungen. Und wenn ihr Pech habt, seid ihr mit dem Umbau fertig und eure PPU ist geschrottet. Im Sack. Im Popo. Na? Gut, das richtig wirklich Schwierige ist im Endeffekt diesen... Moment, warum? Macht euch keinen Kopf, die Dinger sind eigentlich sehr robust, also ich habe es noch nicht erlebt, dass durch Sinn und Herr bewegen irgendwann mal so ein Ding weggegangen ist. Ach, guck mal, der Mark hat Licht angemacht, da wird gleich das Bild viel besser. Hier befindet sich PPU-Pin 111. Also da irgendwo an meinem Finger. Steht das dran? Steht nicht 111 dran, man muss es abzählen. Aber die Bezeichnungen sind ja ganz gut, weil hier ist die 120. Ah ja, man muss einfach nur zurückzählen. Man beginnt, und das habe ich leider auch schon erlebt, deshalb sage ich es nochmal zusätzlich, man beginnt bei 120 runterzuzählen, nicht bei 119. Ja. ist alles schon vorgekommen und die Leute wunderten sich dann, warum müssen das nicht? Ja, wenn, zu weit links gewesen. Wenn man natürlich bei 120 anfangen sollte und bei 119 beginnen, muss man kein Experte sein, um zu wissen, dass dann da wo was nicht funktionieren wird. Gut, okay. Das Schwierige an der Sache ist wirklich diese engen Pin-Reihe hier. Ja, man hat immer die Befürchtung, dass wenn man zu viel Druck ausübt, mit einem Lötkolben zu lange dran ist, dass eventuell diese PPU hier einen Schmiss kriegt. Dann das andere Problem ist, dass viele Leute es ein bisschen übertreiben oder vielleicht ein bisschen zu grob sind und dann den Pin so weit nach oben biegen, dass er gleich abbricht. Ja. Also hier sich Zeit lassen, ganz ruhig löten und beziehungsweise man muss ja nichts löten, man muss bloß die Nadel so positionieren, dass man ein bisschen Druck auf den Pin ausübt. Ich mache das immer so, ich werde, also man kann es schlecht, sag jetzt mal von nahen zeigen, aber man kann im Endeffekt die Nadel an der Seite des Pins reinmachen, den ihr hochbiegen wollt. Und dann tut ihr schon so einen leichten Nebendruck ausüben, sodass der schon ganz leicht unter Spannung steht, nicht mehr. Und dann haltet ihr einen Lötkolben dran und dann geht er, und dann zieht er sich schon automatisch nach außen. Das werdet ihr dann sehen. Aber halt Zeit lassen. So. Ich muss es jetzt leider mal drehen, weil ich kann es leider nicht auf den Kopf machen. Das geht noch nicht. Ja, wir machen nochmal vorher die Lötspitze sauber. Bitte kein Lötzinn an der Spitze haben, solange ihr das macht, weil ihr sonst eventuell Brücken bekommt. Ja, wie ihr seht hier, wir haben hier so eine Art Stahlwolle, die ihr entweder bei jedem Discounter gut kriegt, weil ihr normalerweise für einen Topf nehmen würdet. Es gibt dann auch spezielle Wolle, die meistens dann Gold ist, die dann auch ein paar Euro mehr kostet als ein Topfreiniger. Ist von der Grundbasis aber fast das gleiche, vielleicht die Stahlwolle ein bisschen grober, aber im Endeffekt hat man hier eine wunderschöne, saubere Lötspitze. Ne? So. Dann machen wir das hier mal wieder zurück. Wenn ihr jetzt so ein bisschen dunkel wird, dann bitte nicht wundern, das ist normal. Ja, wenn kein Lötzinn dran ist, die warm ist, dann wird die halt ein bisschen dunkel. So, und wir gehen jetzt, ich zähle jetzt runter, 120, 119, 18, 17, 16, 15. Bei 115 kommt ein Punkt. Ja, das ist dann die Markierung für die 5, für die 15. So, 14, 13, 12, 11. Und bei der 10 habt ihr auch wieder einen Punkt. So, und jetzt ist hier... Im Endeffekt, man sieht es halt nicht. Marc, du kannst dir mal hier mit an der Seite gucken. Ja, warte, ich werde mir die Kamera vielleicht ein bisschen anders justieren. Ja, ob das was bringt, ist die Frage. Vorsicht, wenn wir nicht am Lötkolben. Vielleicht musst du noch ein bisschen... weiß nicht, inwiefern. Da sieht man die Punkte auf jeden Fall. Genau, und ich drücke die Nadel so ein bisschen seitlich rein, wie ihr seht. Ja, und wenn ihr jetzt so ein bisschen die Nadel so seitlich macht und haltet den Lötkolben dran, dann springt der Pin nach oben. So, ich probiere es jetzt mal, vielleicht klappt es so beim ersten Mal. Na, es klappt natürlich nicht beim ersten Mal. Doch, es klappt beim ersten Mal. Ja, mal sieht es, vielleicht kann man es erahnen, dass da was passiert ist. So, wir halten es nochmal dran. Ich sehe es auch gerade sehr schlecht. So, nimm mal Kamera weg. Mach mal Platz auf dem Mond. So, 110. 111, da ist er. Da ist immer noch ein bisschen dran, aber ich habe es jetzt halt so auch so gemacht, wie ich es gesagt habe. Das. Brauchst du mehr Licht? Nee, gut. Ich kann auch die andere rausholen. So, jetzt haben wir es.
Wenn es wirklich passieren sollte, dass du den zweiten Pin mit abmacht, das ist erstmal nicht so wild, weil den könnt ihr einfach wieder runterdrücken und dann einfach kurz draufhalten, dann ist der auch wieder fest. Mit sanfter Gewalt. Mit sanfter Gewalt natürlich. So, es ist auf jeden Fall erstmal ab. Das macht es natürlich auch nicht leichter, dass hier der Cartridge-Connector ist, der das alles noch ein bisschen schwieriger macht. So, jetzt ist es natürlich mir jetzt hier auch passiert, dass ich glaube ich einen Pin damit abgemacht habe, der eigentlich nicht mit abmachen soll. Aber dann haben wir gleich mal die Probe aufs Sample gemacht. So. So, jetzt brauchen wir mal. Na, das war nicht. So. Okay. So. Kann er nochmal von der anderen Seite probieren. Das ist im Endeffekt auch. Natürlich nicht zu empfehlen, vorher noch 2000 Kaffee zu trinken, nochmal so nebenbei. Aber Armee-Kaffee. Naja, aber zu Hause habe ich auch schon ein wenig was getrunken. So, jetzt ist der Pin oben. So. Ab einem bestimmten Punkt könnt ihr dann mit dem Fingernagel den nach oben ziehen. Das mache ich jetzt mal. Aber nicht abziehen. Natürlich ganz langsam. Das ist immer eigentlich das Wichtigste. Ja, immer wirklich ganz ruhig machen. Und nicht hier einen auf Time Attack machen. Genau. Das Wichtigste am Modden ist wirklich, sich die Zeit zu lassen. Und kein Stress. Ne? So, jetzt ist mir auch hier passiert, dadurch, dass ich die Nadel ein bisschen zu seitlich reingemacht habe, dass von der Pin 110 ein bisschen nach schräg gegangen ist. Das macht aber nichts, den könnt ihr einfach mit der Nadel wieder gerade ziehen. Einfach an der Seite reinmachen, dann justiert er sich wieder automatisch. Und bei Pin 112, wie gesagt, ist er leider mit abgegangen. Das macht aber auch nichts. Weil, jetzt haben wir es erstmal so weit, dass man jetzt sagen kann, ja, der Pin ist ab. Ja, seht, das kleine Lüchlein. Na, hier. Ja, oder? Ja. So, und rechts und links daneben, der ist jetzt halt leider mit abgegangen. Das macht jetzt aber nichts, weil wir nehmen jetzt einfach etwas Flaches, wie zum Beispiel einen Schraubenzieher. Drücken das hier wieder ein Stück runter. Ganz leicht. Ich würde jetzt ein Skalpellmesser nehmen, so aus dem, aus dem 99 Cent Artikel laden. Die sind für sowas eigentlich ganz gut geeignet. Darf man nicht zu viel Druck ausüben, weil die brechen gerne auseinander, die Messer. Ja, naja, das ist richtig, ja. Deswegen habe ich die nicht da. Die sind mir zu günstig. Ich kaufe da lieber ein Krankenhaus ein. So, und jetzt nehme ich einfach einen Lötkolben. Wieder ohne Lötzinn, ganz wichtig, ne? So. Und halte ganz einfach wieder drauf. Also das Zinn, was da auf den Pins drauf ist, reicht eigentlich, um die nochmal drauf zu machen, wenn man die aus Versehen abgemacht hat. Natürlich. Ja, wenn man da noch was drauf packt, dann schwappt der Zinn wahrscheinlich über auf den nächsten Pin und dann hast du die befürchtete Brücke und die wieder wegzubekommen, das ist echt eklig. Ja, also was Brücken angeht, muss man da ja wirklich sehr aufpassen. Also das ist natürlich jetzt so ein bisschen Glücksspiel, wenn man jetzt natürlich jetzt den nicht, man kann es halt schlecht testen, ob der jetzt wirklich wieder hundertprozentig fest ist. Ich wüsste jetzt nicht, wo Pin 112 portmäßig jetzt hingeht von der PPU. Ja. Wenn man jetzt wirklich diesen kompletten Mod verbaut hat, kann es eigentlich nur entweder hier dran liegen oder an der Platine. Aber wenn man die Platine sehr vorschriftsmäßig verlötet hat und die Bauteile nicht verwechselt hat, dann geht das eigentlich auch ohne Probleme. Ich habe selber letztens erst gelesen, dass Bortivo geschrieben hat, dass diese beiden Pins nicht wirklich entscheidend für die Funktion sind, weil das nämlich auch schon wohl passiert ist. So, jetzt mache ich nochmal Folgendes, und zwar drücke ich jetzt einfach nochmal mit dem Lötkolben drauf. So, und gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es hält, beziehungsweise dass es dran ist. Selbst wenn es mal aufliegt, ist ja die Verbindung trotzdem da. Richtig. Ne? Aber was der Pickern da gerade schon sagte, natürlich dann an die Geschichte heranzugehen, da nochmal mit Lötzinn dran zu gehen, etc. Lasst das sein, das wird nur in irgendwelchen Brücken enden. Ne? Und wenn ihr ganz viel Pech habt, dann funktioniert gar nichts mehr. Gut, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt den Pin jetzt soweit erstmal abgelötet. Ne? Den können wir jetzt erstmal so lassen, wie er ist. Und jetzt kommen wir ja zum nächsten Punkt. Ich drehe es nochmal um. Und zwar den SICK. Den SICK. Davon muss Pin 9 runter. Wir müssen im Endeffekt hier vier verschiedene Pins hochbiegen. Das ist einmal Pin 1 und 2.
Na, löten wir einfach von ab. Man kann es auf zweierlei Arten handeln. Entweder man lötet den kompletten Stick ab. Okay. Oder weil auf der Platine hier ist ein 10 Kilo Ohm Widerstand installiert, der, wenn man den Stick ablötet, dann die Funktion des Pulldowns übernimmt. Also der Pulldown ist ja für ein Reset, weißt du? Der den Reset-Zustand auslöst. Naja, man sollte nicht so viel runterbauen, ist meine Meinung. Also, was nicht muss, das muss nicht. Es gibt Leute, die können so besser. Ja. Ich habe es mir angewöhnt, den einfach drauf zu lassen, weil es A, weniger Arbeit ist und B, es ist jetzt nicht wirklich so schwer. Also gerade jetzt hier hat man auch sehr viel Spielraum drumherum. Bei der 2-PPU-Version ist es ein bisschen enger. Ja. So, dann nehmen wir uns wieder unsere Nadel. Also die 1-PPU-Version ist auch später rausgekommen, oder? Naja, naja. Die kam später raus und ich habe meins zusammen wie das halt geschenkt bekommen von meinen Eltern mit Yoshi's Island übrigens. Ja, sehr gut. Ja, es war ein sehr schönes Spiel. Spaß gemacht. Macht heute auch noch Spaß. Ja, muss ja, ne? So. Ah, jetzt sieht man das auch ein bisschen besser, wie du das machst. Dann nimmt man im Endeffekt wieder die Nadel, setzt die an der Seite an. So, und zieht im Endeffekt den Pin nach oben. Ja, das ist irgendwie Murphy's Gesetz hier. Also entweder liegt es an deinem Lötkolben oder an mir. Das ist mein Lötkolben. Soll ich ein bisschen wärmer einstellen vielleicht? Ja, aber dreh den mal ein Stückchen nach hoch. Ja, noch ein Stück. 350 sagst du. Genau. So, ich hab den vorher auf 300, weil Eco-Modus. Man muss ja den Strom auch bezahlen, wenn er den ganzen Tag läuft. So. Ja. Also ich würde es jetzt zu Hause natürlich noch mit ein bisschen was anderem machen. Mit dem Skalpell. Zum Beispiel. Und mit dem Heißluftlöt. Ne, das wäre ein bisschen zu viel. Das und dann da rutschen dir die ganzen Chips weg. So. So. Also wir müssen natürlich darauf achten, dass halt keine Verbindung mehr ist. Das haben wir jetzt in dem Fall schon. Wenn man einfach nach oben biegt. So. Handylände. Es gibt wohl die Vermutung, dass es wohl so ist, dass man, wenn man die nach oben biegt, sollen die auch nicht miteinander verbunden sein. Warum auch immer. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich die mal einfach dann hochgebogen habe und die hatten Kontakt, dass es dann nicht funktioniert. Okay. Es kann jetzt Zufall gewesen sein, aber generell habe ich mir das halt so angewöhnt, dass das dann einfach nicht verbunden ist. Dass das nicht mehr passiert, dass sie einfach zusammen sind. Genau. So. Und die Nummer 2. Kann das natürlich zur Sicherheit dann nochmal durchmessen, ob die nicht noch verbunden sind, aber wenn man sie wirklich so auf die Art und Weise so nach oben biegt, ja, dann sollte das soweit passen. Kann man machen. Muss man aber nicht. Muss man aber nicht. So. Ich mach die Lötstellen mal schick. Da ein bisschen von dem Lötpad mit abgegangen ist, macht euch da keine Sorgen. Es gibt auf dem Board circa für jeden Pin zwei alternative Lötpunkte. Also ist das nicht weiter tragisch, wenn da mal was mit abzieht. Also ich habe schon Konstruktionen gesehen, da wurde die komplette Sig-Position mit den Lötkolben zerrammelt, also volle Granate, alles zerstört und wir haben es trotzdem wieder zum Laufen bekommen. Zum Laufen bekommen. Schönes Hallenser Deutsch. Jo, gut. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Pin 10 und 11, wenn ich meine Nadel finde. Nadel, da. Hier haben wir jetzt den riesengroßen Vorteil. Da kommen wir so ein bisschen dieses kleine Bauteil hier. Also, verdammt. Darling, jetzt wollte er sagen. Dieses kleine Bauteil hier als Hebel nutzen. Also, dass wir die Nadel dort abstützen. Na? Ja, ihr seht das jetzt leider nur sehr schlecht, aber ich kann leider nicht auf den Kopf löten. Aber wenn ihr das gerade einmal schon gemacht habt, dann sollte das nicht wirklich unbedingt die Problematik sein. So. Machen wir den Hebel drunter. So. Das sieht aus, als ob das Ding gleich wegschnipst. Ja, das ist auch so ein bisschen so damit so geplant. Ja, ja. So bald, ja. Ja, jetzt ist aber. So,
schon da, ich tippe. So. Das ist wie damals auf ein SNES-Treffen, wo ich es nicht hingekriegt habe, dieses eine blöde Kabel anzulöten. So. Alles klar, haben wir. So. Nummer 10 ist soweit, das mal ab. Wie gesagt, es gibt auf SNES Projects, auf NES Freaks und auf dem Circuit Board gibt es eigentlich die Einbauanleitung von Borty. Sehr gut bebildert, sehr gut erklärt. Da könnt ihr das auch nochmal das nachlesen, wenn jetzt hier was in der bisherigen Erklärung unklar war. Oder halt einfach fragen. Ne? Das da, oder hier in die Kommentare, die dann der Pikanter bekommt. Aus seinem Channel dann einfach nachfragen. So, und haben wir. So. So. Wie gesagt, immer nochmal die Lötpads nochmal sauber machen, damit man sieht, dass die halt nicht verbunden sind, auch wenn sie abgelöst sind. Und. Oh. Ich war gerade überlegt, ob ich mal ein Foto machen soll. Ja, mach mal. Mach ich, warte. Ich zeig's. Die Kamera startet. In die Kamera. So. Schade, dass das keine Autojustierung hat. Das ja, das ist halt nur eine Webcam. Die ist halt für, so. Für weiter weg. Dann sieht man, dass man es nach oben gebogen hat. Ja. Man sieht es auch in den Sieht dann im Endeffekt so aus, wie jetzt auf dem Bild, was ich davon schieße. Ich hoffe, es ist okay. Zur Not muss ich halt noch ein bisschen den Gimp auch aushängen lassen. Ich benutze doch kein Photoshop, da muss ich gehen. Musst du gimpen. Foto gibt. So, die Nadel immer schön an die Seite legen, falls man den nochmal braucht. Jetzt sind wir eigentlich mit den Vorbereitungen, außer dass wir jetzt hier diesen sRGB-Pin nicht hoch, ach Mensch, nicht hochgebogen haben. Der hier, Mensch, wo ist er denn? Hier sitzt. Also hier dieses kleine Chip. Der Chip, der. Genau. Sieht man im Forum, welcher das ist. Also wie gesagt, einfach diese Metallplatine abbauen, unten die paar Schrauben lösen, hier die andere Seite die Schraube lösen. Und dann kann man dieses komplette Metallding abnehmen. Also falls man es jetzt nicht auf dem Foto, was ich da gezeigt habe, richtig sehen konnte, die Pins, die der Red da gerade abgemacht hatte, hat er wirklich nach oben geklappt, im Prinzip. Mhm. Ja, weil, brauchen wir die noch? Ist das schlimm, wenn die abbrechen, Bob? Nein. Okay, dann ist ja sogar, gut. Es gibt sogar Leute, die das absichtlich abmachen. Ja. Damit es nicht mehr nervt. Damit es nicht mehr nervt. Nein, wir lassen das dran. So. Ansonsten sind wir jetzt eigentlich mit den Vorbereitungen soweit fertig. Wer jetzt die Platine vom Borty eventuell schon fertig bekommen hat, muss nur noch die einzelnen Lötaugen verlöten, damit man halt die Kabellage einlöten kann. Ja. Ja, und es ist nicht dafür gedacht, um es direkt ans Board zu löten? Nee, nicht unbedingt. Dafür ist einfach die Taktschaltung so aufwendig. Also es gibt auch Bilder im Internet. Zum Beispiel Ikari seine ersten Umbauversuche, was aber nichts mit der Platine zu tun hat. Da ist das ja alles hier vorne drauf gelötet in sehr kleinster Art und Weise. Auch mit dieser Taktschaltung etc. Mhm. Gut, okay. Demzufolge würde ich einfach mal sagen, wir machen hier mal kurz einen Cut und fixieren mal diese komplette Geschichte hier drunter. Und dann machen wir weiter. Jo. Ja. Wie gesagt, wir machen parallel, haben wir das Einbaututorial auf, wo wir uns halt, wo ich mir nochmal die Informationen rausziehe, wo jetzt was dran muss. Und das machen wir jetzt Step by Step. Korrekt. Gut, so dann machen wir also, bis gleich. Bis gleich. Im nächsten Video. Im nächsten Video. Ja. In Part 2 sozusagen. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss. Frohes Löten.